Es gibt eine Vielzahl von möglichen Warnsymptomen für eine Demenz. Hier ist wichtig, dass es auf die Anzahl und auch das Ausmaß dieser Symptome ankommt. Beispielsweise kann die Schwierigkeit, eine neu aufgetretene Schwierigkeit, sich neue Dinge zu merken, Hinweis sein für eine mögliche Demenz. Oder auch eine neue Schwierigkeit für komplexe Dinge, die man früher problemlos gelöst hat, zu erledigen, kann sich im ersten Stadium einer Demenz zeigen. Hinzu kommen auch Dinge, die wir alle kennen, zum Beispiel Wortfindungsschwierigkeiten. Auch so kann sich eine Demenz als erstes zeigen. Wenn Betroffene, Personen, die für sich selber Sorge machen, uns anrufen, dann ist es, weil sie an sich selber Veränderungen festgestellt haben. Sie haben bemerkt, dass sie wirklich sehr vergesslich geworden sind. Vor allem sagen sie, dass sie sehr Mühe haben, Namen zu finden zum Teil, dann aber auch mit Worte finden. Sie selber sprechen selten von Orientierungsstörungen. Wenn es Angehörige sind, die uns anrufen, dann kommen auch noch andere Warnsignale dazu, wie zum Beispiel Schwierigkeiten im Verhalten oder Veränderungen in der Persönlichkeit und dass die Personen nicht mehr so zurechtkommen mit dem Alltag. Die betroffenen Personen selber sprechen selten darüber. Die Früherkennung einer Demenz ist deshalb von so großer Bedeutung, weil dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, auch frühzeitig zu intervenieren. Die heutigen medikamentösen und nicht-medikamentösen Möglichkeiten erlauben die Verzögerung der Verschlechterung um etwa 1 bis 2 Jahre. Wir möchten aber auch den Patienten ermöglichen, in einem frühen Stadium selbst an ihrer eigenen Zukunft mitzuplanen und auch mitzubestimmen, was denn mit ihnen geschehen soll. Das ist im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr möglich. Und nicht zuletzt geht es auch um die Angehörigen. Die Angehörigen sind ebenfalls Betroffene. Für sie ist es von entscheidender Bedeutung, zu erkennen, zu verstehen, gesagt zu bekommen, dass dies, was sie jeden Tag erleben mit ihren Patienten, eben nicht mehr auf ein Nicht-mehr-Wollen, sondern auf ein Nicht-mehr-Können zurückzuführen ist. Ja, in den letzten Tagen hatte ich einen Anruf von einer Tochter. Sie machte sich Sorgen um ihre Eltern. Der Vater hat ihr gesagt, dass die Mutter immer wieder die Sachen wiederholt, immer wieder die gleichen Sätze. Und die Mutter sucht immer ihre Sachen, findet sie nicht und klagt dann den Vater an. Was auch in letzter Zeit häufig vorkommt, seit einigen Wochen, sie kocht fast immer das Gleiche. Sie war eine sehr gute Köchin immer und hatte immer für viele Personen gekocht. Und jetzt sogar ein ganz einfaches Menü für ihren Ehepartner wird schwierig. Es gibt viele Spannungen jetzt bei den Eltern, was auch ganz neu ist. Und sie will sich versichern, ob es sich wirklich lohnt, etwas zu tun, dass sie noch, ja, sie hat Sorgen, dass sie da dann auch Schwierigkeiten mit der Mutter hat, die eigentlich einen Arztbesuch im Moment verweigert.